father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photo. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Hero Zero. Heute wollte ich eigentlich keine Folge machen, aber ich dachte mir so, ja, ich möchte euch noch mal ein bisschen was erzählen zu morgen und allgemein, was ich noch so heute während des Tages so ein bisschen herausgefunden habe. Es ist jetzt erst 2:45, aber ich habe das Gefühl, ich bin schon den kompletten Tag, es ist schon abends oder so, weil ich voll fertig bin. Das war eine lustige Begebenheit, bevor ich jetzt hier über Hero Zero anspreche, noch ein bisschen Smalltalk. Ich wollte halt nachts ins Bett gehen, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, um 1 oder so, und mach mich schon komplett fertig, ne, PC aus, wie es halt immer so ist, und dann schaue ich immer noch ein bisschen fern, ne, zum Einschlafen so ein bisschen. Und auf einmal sehe ich, dass die Oscars kommen. Ich hatte irgendwie die letzten Tage immer kein Fernsehen geguckt aufgrund von der Arbeit und keine Zeit und so, und auf einmal sehe ich, dass die Oscars kommen, und ich denke mir so, what the fuck, na, die darfst du nicht verpassen, ne. Habe ich mich dann ins Bett gelegt und habe dann die Oscars angeguckt bis heute Morgen. Ja, richtig coole Sachen, dass da schöne Filme gewonnen haben. Näheres dazu können wir gerne morgen in dem Livestream nochmal erklären, bereden, haben wir ja genug Zeit. Für das Video jetzt, auf jeden Fall hat dann heute früh das schon so, ja okay, jetzt ist es 6:30, schlafen ist es auch irgendwie sinnlos, bleibe ich halt wach, ne? Und ja, jetzt bin ich immer noch wach. Ich wollte den ganzen Tag schon zocken, aber irgendwie ist keiner da, der mit mir zocken will, also dachte ich mir, mache ich halt noch ein Let's Play für euch, damit ihr noch ein bisschen was zum Gucken habt. Also, die 10 Bewertungen habt ihr locker easy geschafft. Die waren, glaube ich, heute früh schon locker drauf. Also sind jetzt, glaube ich, bei 15 oder 16 positiven Bewertungen bei dem letzten Video von gestern. Freut mich sehr, dass ihr das so gut angenommen habt und dass ihr Bock habt auf den Livestream. Ich habe im Forum habe ich etwas geschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geht, ob ihr das richtig sehen könnt. Ich habe hier einen kleinen Thread geschrieben über den Livestream. Wer sich das mal angucken möchte, Link dazu ist in der Videobeschreibung und hier sind nochmal die wichtigsten Daten zusammengefasst. Der Livestream wird wahrscheinlich zwischen 8.30 Uhr und um 9 Uhr anfangen, morgen früh. Ihr könnt ihn über meinen Twitch-Kanal twitch.tv/letsfabbe erreichen. TeamSpeak-Server wird morgen im Stream bekannt gegeben, wenn es einen geben wird. Ich bin mir da noch unsicher, ob es wirklich klappt. Und ja, es wäre schön, wenn ihr Spaß und gute Laune am Start habt, damit wir eine schöne Zeit gemeinsam verbringen können. Ein paar haben sogar schon Gefällt mir gedrückt, das finde ich sehr schön. Hubert, Niklas, Al Capone, Sweet Love, glaube ich, und Reflexion wahrscheinlich. Ja, ihr könnt ruhig auch mal eine Antwort hier schreiben, hier ist noch nichts drin, aber muss auch nicht. Solange ihr morgen früh da seid und wir eine schöne Zeit haben, ist alles easy. Ja, das Gute, dass ich halt Urlaub habe, ist, ich kann hier mich mal wieder voll in Hero Zero stürzen und hier alles machen, was ich sonst nicht so schaffe. Also Training schaffe ich eigentlich jeden Tag, aber Energie bleibt halt voll auf der Strecke. Und für dieses Video, weil es halt so relativ ungeplant kam, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal live das mit den Sondereinsätzen. Also ich mache es nicht so, wie ich es eigentlich geplant hatte, aber ich möchte euch mal kurz den Grundgedanken nennen, wie das mit den Sondereinsätzen funktioniert. Weil ich habe das Gefühl, manche wissen es immer noch nicht, wollen es nicht wissen oder haben halt einfach keinen Plan. Ich habe gestern erst wieder eine E-Mail bekommen, eine private Nachricht, ja, braucht man eigentlich noch ein Konditionsoutfit, ist das eigentlich noch sinnvoll und so, und da kann ich immer nur wieder sagen, ja, es ist sinnvoll. Erstens, für den Serverstart ist es sehr sinnvoll, nur auf Kondition zu gehen, aufgrund der Gegner, also ich glaube, ich habe in den Patch Notes jetzt nicht gefunden, dass sich da irgendwas geändert hat, also auf jeden Fall, bei meinem letzten Serverstart war es noch so, dass die Missionsgegner halt, davon abhängig ist, also dass die genau die gleichen, wie sagt man, Attribute haben, also hier die Attribute haben wie man selbst, nur ein klein bisschen weniger, und wenn man aber ganz viel Kondition hat und das hier alles low, dann bricht der Kampf nach, ich glaube, 50 Runden oder so automatisch ab und man gewinnt den Kampf automatisch sozusagen, und deswegen sollte man sich ein Konditionsoutfit gerade am Anfang unbedingt zulegen und auch zum späteren Zeitpunkt immer noch eins verfügbar haben. Ich habe ja auch schon Ewigkeiten hier mein Konditionsoutfit am Start. Das ist einfach dafür, dass man die Sondereinsätze machen kann. Also beim ersten Durchlauf muss man die natürlich ganz normal machen mit seinem ganz normalen Outfit, weil die ganzen Stärken ziemlich aufbauend sind, aber sobald man dann in die Endlosschleife kommt, braucht man einfach ein Konditionsoutfit, das zieht man an, greift an, dann
macht man das so weiter und so, und wenn man mal irgendwo doch hängen bleibt und der Gegner nicht fällt, dann macht man einfach seine Waffe rein oder zieht sich komplett um und tötet ihn so. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal in einer Kurzform zeigen. Ich weiß gerade nicht, ob ich den hier verkackt hatte. Ich glaube, da habe ich nämlich mal angefangen. Da wollte ich auch einfach mal schnell den Durchlauf machen, alle Sondereinsätze mit Konditionsoutfit durch, und habe aber vergessen, mein Konditionsoutfit anzuziehen. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal, bevor ich da jetzt mich irgendwie verrenne, beim zweiten Sondereinsatz an, um euch das zu zeigen. Ja, YOLO. Fick dich. So. Gehen wir jetzt mal, jetzt werde ich hier ein bisschen aus dem Tritt gebracht durch Steam und so. Aber wir können ja mal, es ist ja sozusagen live durch OBS. Guck mal, Marvin ist da. Den schreibt man jetzt mal. Bin gerade AFK. Bin in 10 Minuten anwesend. So, sehr professionell hier bei mir. Und so, also so könnt ihr euch das dann morgen beim Livestream vorstellen, ne? Da habt ihr halt dauerhaft meinen PC am Start. Also alles, was so auf meinem PC passiert, zum Beispiel, wenn mir jemand bei Steam schreibt, wenn mir jemand im Teamspeak schreibt, wenn irgendwie irgendwelche Musik angeht oder so, das kriegt ihr halt alles mit für die Leute, die so einen Livestream noch nicht kennen. Aber, wo wir stehen geblieben sind, also ich habe jetzt hier alles Konditions-Item reingepackt, habe meine Waffe rausgenommen. Und die Wurfwaffen kannst du drin behalten. Das ist nochmal extra Bonus, weil die Gegner haben, glaube ich, keine Wurfwaffen. Und die Waffe nimmt man raus, weil die der Schaden, der darf halt, der soll halt minimiert werden. Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau den Grund, aber auf jeden Fall muss die raus. So, und jetzt gehen wir hier einfach auf den Sondereinsatz wiederholen. Geht auf die 1 und greift den an. Und ihr seht schon, locker easy gewonnen. Sehr locker. Und das macht man jetzt einfach hier durchweg. Jeden Gegner greift man einfach so ganz schnell an. Das sind, wenn man alle Sondereinsätze so durchkriegt, ohne dass irgendjemand mal doch einen besiegt, sind das, glaube ich, 5 bis 10 Minuten, die man da braucht. Und das Gute ist, okay, es kommen, ich glaube, am Anfang gab es noch nicht so viele Random Items, da gab es mehr so Equip, wie nennt man das? Oh, ich habe schon wieder alles vergessen. Ihr wisst, was ich meine, solche Set-Items, Mann, Set-Gegenstände, die gab es da mehr, mittlerweile gibt es die gar nicht mehr so sehr, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, weil ich finde ziemlich wenig in letzter Zeit, aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Möglichkeit, um hier ein bisschen zu farmen, um Items zu farmen, um Geld zu farmen. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht als Tipp für S10 nehmen, weil da könnt ihr die Sondereinsätze noch nicht einfach so durchwaschen, da müsst ihr ja schon erstmal ein bestimmtes Level erreichen. Aber für später, gerade so ab Level 300, da ist ja der Sondereinsatz gar nichts mehr, kriegt man ja alle locker durch. Da geht es steil. Und da kriegt man dann schön Money in the Bank. Und natürlich auch XP. So, jetzt haben wir den Fall. Ich hab's nicht geschafft. Den Grund dafür kann euch keiner nennen. Das ist einfach so. Das ist dann, es gibt halt eine Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man bei solchen Sondereinsätzen gewinnt, ist vielleicht 90% mit dem Konditionsoutfit. Und das heißt, es sind trotzdem 10% dagegen. Und irgendwann tritt halt mal die 10% in Kraft und man verliert einen Kampf. Und in diesem Fall reicht es theoretisch, wenn ihr einfach nur die Waffe reinnimmt und den nochmal angreift. Und dann ist er besiegt. Das machen wir jetzt, zeige ich euch jetzt mal. So, 2 Donuts angeben. Da habt ihr wieder den ganz einfachen Sieg in der Tasche. Wenn euch das zu risky ist, warum auch immer, dann zieht euch einfach komplett um. Wenn ihr die Zeit habt und Lust habt, dann zieht euch einfach komplett euer Outfit an. So wie ich jetzt. Und greift ihr nochmal an und dann fällt er natürlich auch. Und dann aber dürft ihr nicht vergessen. Oh, ist das... Dann dürft ihr nicht vergessen, euch wieder umzuziehen für den nächsten Angriff. Nicht, dass ihr den nächsten Angriff dann automatisch mitmacht. Und dann habt ihr den Salat wie ich, dass ich den hier ersten hier nicht schaffe. Diesmal habe ich ihn geschafft. Sehr gut. Knapp überlebt, weil ich halt komplett equipped bin. Aber jetzt nicht vergessen umzuziehen. Wieder Konditions-Items anziehen. So. Die Waffe rausnehmen. Und dann kann man schön weiter hier die Sondereinsätze machen. Also der Trick ist, also ich weiß ja nicht wirklich, ob es ein Trick ist. Es ist halt einfach, ja, ein Guide, wie man die Sondereinsatz-Wiederholungs-Dinger ohne Probleme, außer mit manchmal Sterben, durchmachen kann. So einfach ist das.
Und so könnt ihr, wie gesagt, Münzen farmen, XP farmen. Das ist auch gerade gut für eure Berater, um die zu farmen, weil da kriegt ihr ja relativ viel XP, gerade wenn man das immer wieder macht. Und da könnt ihr eure Berater ziemlich easy ein bisschen nach oben farmen. Ja, den Sondereinsatz mache ich jetzt mal noch zu Ende. Und ja, ich wollte halt eigentlich noch einen Teststream machen, weil ich halt meinen PC vor ein paar Wochen neu aufgesetzt habe. Und OBS natürlich da auch neu konfigurieren musste und alles mögliche. Und ich habe da jetzt noch nicht gestreamt. Ich mache halt jetzt die Aufnahmen damit, wie die jetzt gerade auch. Wie ihr seht, hier gibt es jetzt wieder einen Set-Gegenstand. Ist sogar viel besser als das, was ich gerade anhabe. Aber ich gebe jetzt die zwei Donuts nicht aus. Das mache ich einfach in einer Stunde. Greife ich den einfach nochmal an. Also das könnt ihr auch machen, wenn ihr keinen Donuts ausgeben wollt und ihr verliert mal so einen Kampf. Dann wartet einfach eine Stunde, dann könnt ihr ihn angreifen mit Waffe. Und dann könnt ihr ganz normal weiterspielen. Ja, und da wird heute wahrscheinlich noch ein Teststream kommen. Wann genau, kann ich euch nicht sagen. Ihr könnt einfach mal vorbeischauen. Zur Not geht ihr einfach auf die Seite twitch.tv/letsfabbe, geht auf Follow, wenn ihr einen Twitch-Account selbst besitzt. Und dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn ich online gehe. Und dann könnt ihr mir zuschauen, wie ich ein bisschen streame. Das wird wahrscheinlich erst im Laufe des Nachmittages sein, aber da kommt dann ein bisschen was, weil ich die Einstellung testen möchte und vielleicht zocke ich dann auch gleich noch ein bisschen Counter-Strike oder so, was mir gerade so einfällt. Gut, das soll es eigentlich dann auch schon gewesen sein für dieses Video. Es war ein kleines Video, ich wollte einfach nochmal persönlich euch sagen, dass morgen der Livestream stattfinden wird. Es wird den Livestream geben, zu ungefähr 8.30 Uhr um 9 Uhr wird er anfangen auf twitch.tv/letsfabbe. Da werde ich da sein, da werdet hoffentlich ihr alle da sein und da werden wir zusammen eine kleine Party schmeißen zum Jubiläumsanlass des Serverstarts von Server 10. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und ich sage tschüss, bis morgen früh, euer Schlüpper Stürmer.